Moin! Ja, wir sind hier heute am Packen. Annika packt gerade Trockeneis und ich das Fleisch jetzt hier rein. Und letztes Jahr haben wir immer so einen Hofladen-Newsletter gemacht und das hat euch eigentlich sehr gefallen. Deswegen wollten wir euch jetzt nochmal hier wieder ein bisschen begleiten. Ja, dann fangen wir an mit dem Packen hier. Das ist ein reines Grillpaket. Die werden auch wieder kommen jetzt, weil die waren echt so gefragt. Lange Grillbratwurst haben wir hier zweimal. Und zweimal Käsegriller. Also die weichen natürlich immer ein bisschen ab, ne? Hier ist einmal Nackensteak. Das wird ein schönes Paket. Rückensteak. Und zweimal Farmerschnitzel. Passend zum Farm. Ja, zum Farm. Ja, so sieht ungefähr das Grillfleischpaket aus, ne? Also da hat man allerhand was. Und ja, kann da ein schönes Grillfest von machen mit richtig gutem Fleisch dazu. Also das wird schon, ja, schon schmecken. Ja, da kommen wir jetzt zu einem L-Schweinepaket, was wir hier gepackt haben. Wie gesagt, die variieren natürlich immer alle ein bisschen. Und das packt Annika jetzt mal hier zusammen. Genau, wir haben hier einmal Kotelett, ganz nach unten. Dann haben wir Schnitzel von der Unterschale. Wir haben hier auch noch mal Farmerschnitzel unmariniert zum Braten oder Grillen, Nackensteak Natur. Dann haben wir Schweinegulasch. Dann haben wir einmal Kotelettlachs oder Kotelettlachse. Jetzt ist da rein. Ja. Jetzt auch dazwischen. Na, warte mal. Schöner, ne? So, ja. Und zwei Hackrollen. Das ist jetzt ja ein kleines, aber doch ziemlich volles Paket. Also ist L. Wir haben ja noch XL. Das ist jetzt L. Genau. Das sind L sind ja immer circa. Das kommt immer auf den Inhalt dran. Aber Richtlinie ist so circa 5 Kilo. Genau. Ne? Fragen mich, welchen XL ist. Circa 10 Kilo. Aber das sind immer Richtwerte. Kommt ja darauf an, was dabei ist. Aber ungefähr passt das immer. Ne? Ach so, und dann kommt hier noch einmal Griebenschmalz und einmal Leberwurst dazu. Das ist jetzt noch on top. Das genau. War eine Aktion im April. Da haben wir 2 Wochen lang so eine Aktion gehabt und das gibt es jetzt gratis. Genau, ich glaube, das Paket hier inhaltlich waren jetzt 5,1 Kilo plus die beiden. Ja. Ne, nur, dass ihr da auch einen Anhaltspunkt habt, wie viel das jetzt hier war. Ja, so sind die nächsten Schweinepakete sind ungefähr gleich, ne? Variieren immer ein bisschen, aber ja, im Groben und Ganzen ist eigentlich immer so ziemlich so der Inhalt. Natürlich berücksichtigen wir auch immer gerne extra Wünsche, wenn wir das können. Versuchen wir uns auch mal Mühe zu geben, ganz klar. Dann haben wir hier ein Rinderpaket L. Da haben wir jetzt zum Beispiel Rindergulasch. Zweimal Hackfleisch, ich dachte, du sagst. So. Unsere Rinderbratwurst. Ribeye Steak, Hüftsteak, also da ist auch immer von allem etwas dabei, von Schmor bis kurz und lang, Beefsteak, Rouladen. Warte mal, ich mach nochmal lange, damit das nicht beim Transport beschädigt wird. Wir haben einmal Roast Beef, auch was richtig Feines und dann haben wir einmal Querrippe und Beinfleisch, wobei... Ja, das ist nur Querrippe in dem Paket, glaube ich, ne? Ja, oh, das müssen wir noch einmal wegstreichen. Nicht, dass es hier noch zu Missverständnissen kommt. Ja, wir haben einmal so oder so. So, einmal Querrippe zum Schmoren für die Rouladen oder so. Genau. Dann als nächstes kommt noch ein 10er-Paket. Hier ist einmal Bratwurst. Dann die 1-Kilo-Hackrolle. Die geht übrigens genauso schnell... taut die auf wie die kleinen Rollen. Ist gar kein Problem. Man braucht nur ein längeres Gefäß und dann kann man das im Wasserbad schonend auftauen. Hammergeil. Habe ich schon gemacht. Gab einen richtig leckeren Hackbraten. Also geht voll schnell. Hammer cool. Dann noch 2 kleine Hackrollen. Kriegst du da rein? Ja. Erstes Mal, dass wir die versenden. Dann haben wir hier einmal Leber, Rindergulasch. Hast du mal Papier? Ja, und Beefsteak, Rouladen.
braucht ihr auch keine Angst haben wegen dem MHD. Also das ist alles hier zum Beispiel 20.04.25 haltbar. Wer sich das hier bis Weihnachten oder so hinlegen will, weil man sagt, oh, jetzt will ich gar keine Rouladen, gar kein Ding. Das ist kein Problem. Ja, Rindergulasch nochmal. Bratwurst. Ist ja ein XL-Paket hier. Da haben wir hier Ribeye. Da kriegst du das verstaut, Annika. Ja, du bist meistens der bessere Stapler. Normal packe ich immer. Hüftsteak. Jetzt können wir unsere Rollen hier tauschen heute. Nochmal Beefsteak. Ne, hier Rinderrouladen. Dann ist hier aber Querrippe mit Beinfleisch oder Beinfleischscheibe. Und noch ein Roastbeef-Braten. Ja, so sieht dann hier zum Beispiel ungefähr das XL-Paket aus und das L-Paket von unserem Rinderfleisch. Also das hier ist gut schwer. Ja, 10,32 Kilogramm. Verdammig, du. Ja, ein bisschen Grillfleisch haben wir noch über. Da wird das nächste Paket ungefähr so aussehen. Farmerschnitzel, oder nimm du das mal raus, das ist einfacher, glaube ich. Farmerschnitzel haben wir dabei. Dann einmal Rückensteak mariniert, ist ja alles mariniert. Dann haben wir hier einmal Nackensteaks. Einmal nochmal Farmerschnitzel und Spare Ribs. Oh, lecker. Dann haben wir hier einmal nochmal die Schinkengrillwurst. Und noch einmal Schinkengrillwurst. Genau. So ungefähr werden die Grillpakete aussehen. Die sind jetzt auch verfügbar. Wenn wir online stellen, Rinderfleisch haben wir noch verfügbar, Schweinefleisch haben wir noch verfügbar. Die ersten 9 Liefertermine sind verfügbar. Falls euch ein Liefertermin nicht passt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben, ja, dass wir gucken, dass ihr schon auf den nächsten Liefertermin raufkommt. Das ist gar kein Problem, ne? Weil das gibt es ja auch oft. Wir versenden ja immer am Dienstag und es kommt immer am Mittwoch an. Ja. Das geht logistisch anders nicht, weil wir nur dann das Trockeneis bekommen. Ja. Und wie gesagt, Grillfleischpakete werden wir auch bei der nächsten Schlachtung jetzt mehr machen. Definitiv. Ja. Und haben wir soweit alles hierzu, ne? Ich denke, ja. Ja. Falls ihr Fragen habt, ja, Schreibt sie unten in die Kommentare. Wie gesagt, wir versuchen immer extra Wünsche zu berücksichtigen. Haben jetzt auch einmal ohne Bauchfleisch gehabt und sowas, gar kein Problem, ne? Aber sonst in der Regel werden sie immer so gepackt, wie sie sind. Und wenn es nicht anders möglich ist, können wir es nicht berücksichtigen. Das ist auch so, aber wir versuchen immer unser Bestes dabei zu geben. Genau, und ihr könnt natürlich auch das Paket bei uns abholen. Dann spart ihr euch die Versandkosten. Ganz klar, also dann könnt ihr einen Abholtermin auswählen. Es sind auch immer Abholpakete online. Und wenn irgendwas, was ihr aber abholen möchtet, nicht online ist, schreibt uns auch. Dann können wir das irgendwie umswitchen, genau, oder gucken, dass wir den Versand abziehen. Das ist alles gar kein Problem. Richtig. Und falls jetzt jemand gerade im Hofladen ist und denkt, oh Mann, ich hätte das gerne mit, ne, klingelt, wenn einer da ist und so, versuchen wir, ja, das auch möglich zu machen, klar. Oder die Störungshandynummer, die am Automaten klebt. Das, genau, da geht ja auch irgendwo irgendeiner ran. Genau. Ne. So in dringenden Fällen kriegt ihr uns immer zu fassen. Ja, oder wir rufen zurück, wenn ihr auf die Mailbox sprecht. Ja, ne, nur noch dazu. Weil manchmal ist das so, dann ist man gerade hier und denkt, ah, Mist, jetzt hätte ich gut was mitnehmen können. Wir versuchen immer unser Bestes. Ne? Ja. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Christi Himmelfahrt. Und ja, denkt dran, gibt alles bei uns hier auf der Homepage. Ja, und dann wünsche ich euch da viel Spaß mit den Paketen. Ne, die gehen jetzt hier gleich alle auf die Reise. Wir sollen noch alles zu Ende machen. Ja, zusammen zukleben und dann geht's los. Genau. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.